Ich glaube, dass das auf sehr verschiedenen Ebenen laufen muss. Es beginnt dort, wo einzelne Menschen von ihrem Glauben Zeugnis ablegen. Also meiner Erfahrung nach ist das die wirksamste Art, Glaubensstifter zu sein, zu zeigen, dass der Glaube mich froh macht, dass der Glaube für mich etwas Positives ist. Aber wir haben eben auch als Kirche viele Möglichkeiten der Verkündigung, der Katechese, und die sollen wir nutzen. Auch der Religionsunterricht in den Schulen, unsere Kitas, das sind alles wichtige Felder, um Glaubensstifter zu werden, Menschen mit dem Evangelium in Berührung zu bringen.